Moin Moin und willkommen zur weiteren Video hier bei Bretter und Karten mit Awesome O, dem weltbesten Spielbeauftragten. Heute nicht alleine, heute habe ich mir wen eingeladen, aber sie ist noch nicht da. Wo bleibt sie denn? Da ist sie doch schon. Alexa, Hallo! willkommen. Hallo aus dem Au! Vielen Dank für Willkommen. die Einladung! Gerne doch. Heute, wie du siehst, wird nicht gebastelt. Heute gucken wir uns Bretter- und Kartenspiele an. Natürlich, ohne nicht zu vergessen. Hallo! Der Schnaps ist alle! Prost! Prost. Grüße gehen raus an die Genussbrennerei Lutz. Heute nehmen wir mal Haselnuss. Vorzüglich! Oh, genau, wie du siehst, ich habe ein Spiel mitgebracht. Da freue ich mich sehr. Dieses Spiel haben wir nämlich relativ häufig in letzter Zeit gespielt. Es ist ein Spiel, wo es um Katzen geht. Aber nicht nur um normale Katzen, sondern um explodierende Katzen. Ich lese das mal kurz vor. Ein Kartenspiel für Liebhaber von Katzen und Explosionen und Laserstrahlen und natürlich Ziegen. Na, so sieht das Ganze hier aus. Das ist die Box. Man sieht, das ist die Originale. Edition, das gibt es noch als ab 16 Version. Deswegen das hier ist 7 Plus, da sind die ganz normalen Spielekarten drin. Genau, 2 bis 5 Spieler. Wie findest du das Spiel? Ich liebe das. Wir haben uns ja auch manchmal getroffen, wenn ich schlechte Laune hatte und danach ging es mir immer sehr viel besser. Mit den Katzen passiert auch nicht so was Schlimmes. Also Na, es genau. Die werden auch meistens entschärft, diese Explosion. Es geht genau. halt darum, dass man diese Karten auf einem Stapel hat und wenn man diese Explosion zieht, dann legt man Entschärfungskarten. Jeder startet auf seine Hand mit Entschärfungskarten, wie zum Beispiel hier diese Entschärfungskarte, natürlich in grün. Katzenyoga, Grüße gehen raus an Saskia, ne? Genau, und wer als letztes dann die Explosion zieht und keine Entschärfung mehr auf der Hand hat, der hat verloren. Kann man gerne ein paar Karten zeigen. Hier, das ist meine absolute Lieblingskarte. Die Karten haben immer verschiedene Aktionen. Ne? Das hier zum Beispiel mit Abraham Lincoln. Ich war Präsident der USA und jetzt bin ich eine mutierte Krabbe. Es ist meine absolute Lieblingskarte. Was ist deine Lieblingskarte? Die Tango Cat? Nee, nicht ganz, obwohl Die ich die Tango auch toll Cat ist finde. ziemlich geil. Ich bin ein Palindrom. Welches ist deine Lieblingskarte? Meine ist tatsächlich die Katzelone. Ich hab's mir gedacht. Ist natürlich Sie richtig ist gut, jetzt, weil sie sie ist leider ein grün, grüner Kreis ist. aber diese Melone ist eine Katze. Also ich muss sagen, es sind wirklich ganz bezaubernde Bilder, deswegen macht dieses Spiel auch so Spaß. Ja, zum Beispiel die Bartekartoffel ist auch wunderbar. Ne, lieben dieses Spiel. Genau, es geht einfach darum, so viele Karten zu spielen, wie du lustig bist und am Ende eine zu ziehen. Gibt halt relativ kurze Erklärungen. Jede Karte ist eigentlich selbsterklärend. Steht auch drauf. In 2 Minuten gelernt, in 15 Minuten gespielt. Ne? Kann man definitiv so behaupten. Hoppala. Und man hat auch als nicht so erfahrener Spiele-Nerd, wie ich es bin, eine gute Chance zu gewinnen. Also ich glaube, ich habe schon zweimal die gegen dich gewonnen. Das kann gut sein. Egal, ob man gewinnt oder verliert, man kann immer dazu einen Schnaps trinken. Das stimmt. Hallo! Der Schnaps ist alle! Prösterchen. Genau, also dieses Spiel ist auf jeden Fall sowohl für Katzenliebhaber als auch einfach nur für Spiele-Nerds, wie mich es bin, ein Blick wert. Schaut gerne mal rein. Bei Amazon so ungefähr 20 Euro. Gibt schon 2 Erweiterungen, Imploding Kittens, auch ziemlich witzig, Die ne? haben wir Passt noch halt nicht dazu. gespielt. Es passt halt dazu, ne? Und genau, deswegen ist ein Kickstarter gewesen damals, haben sich selbst finanziert, weil diese Artworks sind auf jeden Fall ziemlich geil, ne? Ja, das war die heutige Folge Bretter und Karten mit meinem wunderbaren Gast Alexa. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Schaut gerne dabei bei Facebook vorbei. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und schaut ganz wichtig noch bei meinem privaten YouTube-Kanal rein. Da wird jetzt nicht dieses Spiel vorgestellt, aber einige andere Brettspiele. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.